Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Wer bin ich? Mit insgesamt 10 IQ-Picks. Was ist passiert? Einfach mal kurz dein Intro geklaut. Was geht ab, Julian? Moin, ja, was soll man sagen, ne? So läuft's auf YouTube. Ich habe aber trotzdem Bock auf dieses Video, denn ich will dir heute natürlich die allerbesten Karten klauen hier. Gucken wir mal. Wir freuen uns. Ja. Zurück aus dem Urlaub starten wir direkt mit einem Special Wer bin ich? Und zwar mit dem heißen Stuhl. Da sitze ich heute drauf. Das Ganze wird so laufen, dass wir 2 Runden a 10 Minuten haben. Und da habe ich Zeit, 4 Icon Picks hintereinander zu erraten. Ich darf maximal 12 Neins kassieren. Wenn ich drüber bin, muss ich alle discarden. Und Julian darf sich immer eine von diesen Icons aussuchen und muss das aber auch relativ schnell machen. Heute ist also sehr viel Würze drin. Heute geht es ein bisschen nicht so entspannt zu. Ich hoffe, ihr seid trotzdem entspannt beim Zuschauen und euch gefällt mal die kleine Abwechslung. Ja, bei dir haben wir auch was aufgenommen oder haben wir nicht, wie auch immer. Checkt auf jeden Fall Julian ab, der hat natürlich auch ein sehr, sehr geiles Format. Und ja, du machst dann ganz entspannt zum Runterkommen gleich nach der ersten Runde auch ein Wer bin ich. Und da öffnen wir 2 Icon Picks. Genau, dann haben wir doch für alle was dabei, für die, die es entspannt mögen und für die, die es heiß mögen, Freunde. Ich würde sagen, ich stelle jetzt mal den Timer. Bist du ready, Stefan, oder musst du noch letzte Vorkehrungen treffen? Aber ich musste ganz kurz hier, warte kurz. Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet, natürlich. So, ich bin bereit und du darfst gerne starten. 10 Minuten Zeit für 4 Picks. Und du darfst nur 12 Nines kassieren, ne? Das auch noch, falls wir es noch nicht gesagt haben. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. Timer läuft und läuft. Der erste Icon Pick geht auf. Ich schau mal, wen ich da nehme. Okay, ja, nehmen wir mal den. Let's go. Du kannst. Hast du schon? Das ging aber schnell. Okay, hab ich einen Europäer? Du hast einen Europäer, ja. Okay. Hat mein Spieler mindestens 4 Sterne Skills? Hat er. Ja. Puh. Hat mein Spieler auch 88 Tempo oder mehr? Hat er, ja. Dann habe ich, denke ich, was Zentrales. Hast du, ja, läuft richtig gut. Ich muss mir hier die Nines notieren, übrigens, Leute, wollte ich euch zwischendurch mal erzählen. Deswegen habe ich ja auch ein Whiteboard am Start mit einem Stift, aber aktuell ist da noch kein Nine. Der klaut mir hier die Zeit. Kein Nine, ja gut, dann habe ich auch bestimmt 4 Sterne Weakfoot oder mehr. Hast du, ja. Was kann das ist so schwer, so ich muss. Gut, dann heißt, ich habe was. Habe ich einen Angreifer? Du hast einen Angreifer, ja. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, ich habe einen Stürmer oder Center. Jetzt kann ich mal ein bisschen was eingeben. Habe ich Top 9 Nation? Das hast du auch. Mhm. Ich darf ja keine Special Card fragen. Ich weiß auch gar nicht. Was frage ich denn jetzt noch? Habe ich einen Rechtsfuß? Du hast einen Rechtsfuß, ja. Ich bin mal gespannt, wann du vergisst, dass du schon mal was gefragt hast, weil das ist mir ja letztes Mal passiert. Ich habe nichts mehr auf dem Schirm. Du kannst noch ein paar Nines kassieren. Ja, ja, ich kann so viel Nines kassieren eigentlich. Ich könnte jetzt auch direkt mal. Lebt mein Spieler noch? Boah, muss ich kurz gucken, ich beeil mich. Das sollte gewusst sein, sowas. Der Mann lebt noch. Komm, ich stoppe jetzt mal den Timer für die 5 Sekunden. Ich bin mal nicht so. Nein. Alles gut. Die Zeit läuft weiter. Sonst zu große Probleme beim Schneiden. Ich habe irgendwie das Gefühl. Guckt mein Spieler. Ich habe das Gefühl, das könnte so ein Torres sein. Ich bin nicht ganz sicher. Wie viel Zeit ist denn rum? Ungefähr 2 Minuten jetzt. Scheiße, jetzt wird es richtig eng. Hat mein Spieler eine Angriffsrate mindestens hoch? Hat er. Dann ist es kein Ori, dann ist es kein Müller. Was könnte es denn dann sein, ey? Guckt mein Spieler eher nach links? Nein. Nein, das ist das erste Nein. Okay, guckt er eher nach rechts? Achso, warte mal. Nein, er guckt eher nach links. Sorry, ich hab dich verwirrt hier. Ach doch. Ja. Okay, das gut, ist aber dann habe ich. Boah, er guckt eher nach links. Hab ich einen Franzosen? Ja. Habe ich Eric Cantona? Ja. Let's go! Weiter, komm! Ja. Ich habe jetzt gerade gut reingeraten. Man hat ja mittlerweile nicht mehr diese Dinger rechts und links neben den Picks, deswegen, ich wollte gerade ganz sicher sein, dass ich den auch nehme. Ich habe den nächsten ausgewählt. Let's go. Loslegen. Okay. Ja, es werden sich wahrscheinlich die Fragen wiederholen, aber habe ich auch Europa wieder? Nein. Das ist jetzt echt dein erstes Nein. Aber erst das bei der zweiten Icon.
Aber das ist die gute Abwechslung jetzt von dir, okay. Hab ich Top 9 Nationen? Ja, hast du. Boah. Dann hab ich ich hab Südamerika auf jeden Fall, ne? Ja. Hast du, ja. Dann frage ich auch direkt rein, hab ich einen Brasilianer? Ja. Oh. Oh. Okay, Nation Brasil, gut. Spielt mein Spieler eher in mittig? Nein, das ist das zweite Nein. Okay, aber mein Spieler hat schon 4 Sterne Skills oder mehr? Muss. Ja, hat er. Ist ja ein Brasilianer. Okay, das heißt, ja. Boah, das ist eigentlich aber trotzdem stabil, weil entweder habe ich jetzt gerade einen Ronaldinho, einen Garrincha, einen Cafu oder einen Roberto Carlos. Hat mein Spieler 4 Sterne Weakfoot oder mehr? Nein, und das ist das dritte. Dann habe ich Cafu. Ich habe Cafu. Du hast Cafu. Du hast Cafu. Let's go. Ja, du hast Cafu. Aber das, ich bin dabei mit den Nines. Das ist gut. Du bist Cafu dabei. Und noch 6 Minuten. Nächster Icon Pick. Okay. Kannst reingehen. Habe ich Top 9 Nationen? Hast du? Aha. Habe ich diesmal einen Angreifer? Hast du? Was? Sogar ein Angreifer? Oha. Nicht, dass du jetzt immer die Angreifer mitnimmst. Okay, Angreifer, Top 9 Nationen. Dann ist es diesmal wahrscheinlich Europa. Auch das ist korrekt. Mhm. Europa, Top 9 Nationen. Da gibt es halt wieder so viel. Boah, es ist so eine Verwirrung gerade. Mein Gehirn macht nicht mehr mit. Es ist gut. Schlimm. Das ich ist auch die Frage, welche Fragen habe ich eben gestellt, welche habe ich jetzt gestellt. Das darf man nicht unterschätzen. Habe ich 5 Sterne Skills? Nein, das ist das vierte Nein von 10 bei der dritten Icon. Okay. Du hast noch ungefähr 5 Minuten. Ist okay, das heißt, ich habe sehr wahrscheinlich, ich würde mal sagen, dass ich 4 habe dann. Hab ich außen? Ja, hast du. Ja, gut, ja, das ist schon mal gut. Was sagt die Zeit? 4 Minuten 30 Sekunden ungefähr. Okay, ich frage jetzt einfach so, habe ich 4 Sterne Skills? Das ist korrekt. Okay. Dann ist es gar nicht mehr so viel, was übrig bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Figo oder ein Butra ist. Ich würde mal fragen, guckt mein Spieler eher nach rechts? Das ist korrekt. Ja. Das ist jetzt die Frage. Ist es einer von beiden? Habe ich Butragueño? Das ist korrekt, mein Freund. So, dann. Boah, let's go! Und komm, wir gehen rein in den letzten Icon-Pick. Wen hat der Mann am Start? Okay. Kannst okay, loslegen. Wie viel Zeit habe ich noch jetzt? 3 Minuten 30 ungefähr. Oh, dann liege ich gut in der Zeit. Und Nines darf ich auch ein paar kassieren, oder? Kannst du, ja. 6 in der Zahl. 6 darf ich noch, boah. Ja. Gut, dann geht's los. Ich frag mal so diesmal, habe ich einen Mittelfeldspieler? Das ist das erste Nein. Habe ich einen Verteidiger? Das ist das zweite Nein. Oh, dann habe ich einen Angreifer. Das ist korrekt, ja. Scheiße. Torhüter gewesen, aber gut, das wäre ja unter Verteidiger gefallen, ja. Denke ich mal. Ja, oder ich hätte es dann relativ schnell herausbekommen. Okay, Europa? Korrekt. Mhm. Dann ist es diesmal wahrscheinlich auch Top 9 Nation. Das ist auch korrekt. Das ist 4 Sterne Skills oder mehr? Ja. 4 Sterne Weakfoot oder mehr? Die Zeit ist noch nicht abgelaufen übrigens. Ja, auch das ist korrekt. 4 Sterne hat er also. Ist mein Spieler 1,76 oder größer? Das ist das siebte Nein. Oh, es nicht? Kleiner? Ach so, warte mal. Ah, 1,76 oder kleiner hast du gefragt, ne? Nee, oder größer? Ja, nee, er ist kleiner. Also nein. Aha, okay. Ja, das ist aber dann schon winzig. Frodo. Was passiert jetzt hier bei meiner... Ah, okay, so rum. Warum steht denn hier die Größe nicht? Okay, also ich habe Europa. Das heißt, ich habe einen Mann, oder? Du hast einen Mann, ja. 2 Minuten. Ja. 2 Minuten noch, okay. Ja, das geht ja.
Ich hatte noch Europa. Noch. Aber lässt ja auch gut Zeit gerade, muss man sagen. Also hab ich einen zentralen Spieler? Du hast einen zentralen Spieler, ja. Okay. Ich hatte nämlich gerade einen Ribéry gesehen und dachte, okay, vielleicht könnte es das sein. 1,76 oder kleiner. Das ist schon. Dann habe ich High Medium. Ja. Guck mein Spieler eher nach rechts. Ja, und ich glaube, jetzt hast du ihn, oder? Alter, als ob der wirklich genau 1,76 groß ist. Ist mein Spieler 1,76 groß? Nein. Dann habe ich vielleicht einen Italiener gezogen? Ja. Dann habe ich Sola. Du hast Sola und das ist ein Duplikat, aber es war der Beste im Pick. Wen willst du? Sanchez und Smith sind noch am Start. Sanchez, Winter Wildcard, Smith, Future Stars. Du hast eine Minute Puffer noch gehabt, also Respekt. Und zwei Nines hattest du noch offen. Wenn ich boah, das war aber schon... Also das war nicht ohne. Das ist schon Stressniveau gerade gewesen. Dann würde ich sagen, gehe ich bei dir in den ersten Pick rein und gleich schauen wir uns direkt den zweiten an. Und du musst dann den teuersten erraten. Gut, ich gehe rein. Erster Pick. Ich muss den Controller wieder anmachen. Let's go. Hier wähle ich auf jeden Fall schon mal den teuersten aus. Wir gucken aber noch in den zweiten Pick. Gut, der zweite Pick. Mal schauen, was sich da verbirgt. Mhm. Okay. Ich würde sagen, ich kann auf jeden Fall in deinem Account hier drin bleiben. Das okay. Müsste eigentlich eine klare Nummer sein. Du darfst jetzt übrigens drei Nines kassieren. Ab dem vierten ist Schluss und du musst beide discarden. Okay, also dann würde ich sagen, ich versuche jetzt schon auch die sichereren Fragen zu stellen. Und deswegen legen wir direkt mal los mit einem Klassiker, der schon mal viel ausschließen würde, wenn ich doch ein Nein kassiere, habe ich einen zentralen Spieler oder Spielerin. Ach ja, nein, du hast das erste Nein kassiert. Okay, ist nicht schlimm. Nehme ich. Top 9 Nation ist es aber, oder? Ja. So. Hat mein Spieler Forster Skills oder mehr? Auch richtig. Okay. Das ist schon nicht mehr so viel tatsächlich. Wie viel hast du ungefähr noch? Also 25. Aber ich meine, eigentlich nur noch 20, weil ich werde jetzt sicherlich nicht hier auf die Shearers oder so gehen. Der ist ja sogar 10er. Auf die. Wer werden jetzt hier noch mit den Kriterien drin? Pires oder so wird es wohl kaum sein. Also, wenn du den gewählt hast, dann willst du aber hier die Welt brennen sehen. Da kann ich nichts für. Das wären dann die anderen, die so schlecht waren. Also, ganz ehrlich, es sind 10 eigentlich ungefähr. Crazy. Ui. Ei, ei, ja, das wird schwer, das nicht zu erraten. Ja, das stimmt. Da musst du schon wieder deine Lostheit alle Ehre machen. Okay, also ich habe tatsächlich noch einige Europäer am Start, aber ich habe auch einige Südamerikaner am Start. Die Frage ist jetzt halt, ob ich die Frage jetzt schon stellen sollte. Vielleicht eher nicht. Hat mein Spieler Forster Weakfoot? Ja. Und genau Forster habe ich jetzt gefragt, ne? Also, damit wir hier auf Nummer sicher gehen. Ich habe so geantwortet, wie du gefragt hast. Ne? Gut. Will ich gehofft haben. Gut, damit ist Cafu raus. Wäre ja langweilig, wenn ich den jetzt auch ziehe. Boah, es ist halt echt noch ein Lahm drin, Roberto Carlos. Aber ansonsten eigentlich fast nur Offensive. Deswegen frage ich jetzt. Also ist mein Spieler Angreifer? Nein. Okay. Zweites Angreifer. Nein. Und beim vierten oder beim dritten bin ich schon durch? Da bin ich schon beim weg. Vierten bist du raus. Beim vierten. Okay. Wir wollen ja die gleichen Chancen haben. Also hochgerechnet. Okay, aber das sollte ich jetzt... Also, es sind jetzt noch drin. Pires, Lautrup, Beckham, Roberto Carlos oder Philipp Lahm. Und ich hoffe einfach mal, dass es einer von denen ist. Und deswegen frage ich jetzt, ist mein Spieler Europäer? Ja. Okay. Das heißt,
Carlos ist es leider nicht, aber es kann immer noch Philipp Lahm sein oder David Beckham. Ja, ganz ehrlich, ich kann jetzt schon fragen, habe ich den guten Philipp gezogen? Nein. Und jetzt wird's eng. Ja, ganz ehrlich, habe ich David Beckham. Ja! Oh, das ist aber schon nicht so geil. Nee, ich dachte halt auch, du hattest noch einen Van der Sar drin. Ich dachte, der war mal 700.000 wert oder so. Der kostet ja nur 150.000 Münzen. Frechheit. So, Freunde, wir haben hier die nächsten vier Picks, beziehungsweise die letzten vier. Könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr bisher die Ausbeute fandet. Ich bin gespannt, was da noch dazu kommt. Stefan, der Timer ist auf 10 Minuten gestellt und startet jetzt. Erster okay. Icon-Pick geht okay. auf. Okay, dann mal rein. Gut, 10 Minuten habe ich Zeit. Ich darf jetzt auch keine Fragen stellen, die ein bisschen zu schwierig sind. Ich habe ja halt so Sachen wie, gab es mich schon mal in Ultimate Team, aber wenn du dann nach einer Minute nachgucken musst, bringt das ja auch wenig. Deswegen frage ich erstmal so, hat mein Spieler 7 Buchstaben auf der Karte oder weniger? Das ist korrekt, ja. Das, okay. Das stimmt. Und mein Spieler lebt noch? Ja. Habe ich einen Rechtsfuß? Nein. Oh, Linksfuß. Ah, das ja. ist, nein, das nehme ich mit auf jeden Fall. Dann müsste ich rein theoretisch sehr wahrscheinlich auch einen Europäer haben. Richtig. Ja. Habe ich Top 9 Nationen? Ja. Puh, dann sehe ich mich gerade irgendwie so bei einem Raoul oder so. Habe ich einen Angreifer? Ja. Dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich dieser Raoul. Habe ich auch Europa, ne? Ja. Ja, dann müsste es, habe ich Raoul. Richtig. Und der ist ein Duplikat, Petit ist ein Duplikat, Hierro würde ich dir dann mitnehmen. Außer du willst das Rating, dann nehme ich Raoul. Nimm mir hier, mir egal, mach, ich, Zeit, her damit. Ja, sag mir, was ich machen soll. Ja, nimm einfach, nee, nicht Duplikat. Okay, Hierro, alles klar, nächster Pick. So, komm schon. Okay, kannst reinstarten. Darf ich? Gut. Ja. Habe ich diesmal einen Angreifer? Nein. Zweites Nein. Mittelfeldspieler? Ja. Okay. Habe ich was Zentrales? Ja. Aha. Boah, dann habe ich bestimmt auch Europa, oder? Nein. Drittes Nein. Woo! Aber ein gutes Nein. Das ist ein vielleicht. Gutes Nein. Ja, vielleicht. Muss nicht sein. Schwierig. Was gibt's denn sonst? Gibt halt den Ronaldinho gibt's. Muss kurz mal durchgucken. Habe ich einen Mann? Ja. Aha. Ich habe kein Europa. Das ist schon wieder so ein wildes Ding. Dann sehe ich denn irgendwas anderes? Hat mein Spieler... ich sehe jetzt gerade so ein Essien hier vielleicht, aber... ein Viertel der Zeit ist um. Also ich tendiere gerade... Hab ich einen Südamerikaner? Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Damit okay. kassierst du tatsächlich dann auch kein weiteres Nein, wollte ich mal an der Stelle noch sagen. Und ja, ansonsten... Okay, okay. Dann habe ich auch... Darf ich fragen, ob ich einen Brasilianer habe? Ja. Ja, das ist korrekt. Okay, dann habe ich einen Brasilianer. Der müsste jetzt theoretisch ZOM, ZOM, ZOM. Habe ich einen ZOM auch gezogen? Das ja. ist korrekt. Und die Brasilianer sind ja tatsächlich mein Geheimfavorit für die anstehende Europameisterschaft. EM, ja, schon klar. Boah, jetzt ist die Sache. Was frage ich? Hat mein Spieler Medium Workrate in der Defensive? Das ist dein viertes Nein. Andere Frage, was ist denn dein Favorit für die kommende? Mein Favorit ist auf jeden Fall Rivaldo, den ich wahrscheinlich auch schon habe. Das ist korrekt. Ja, das ist ein... Schade, da wäre... die Karte-Theorie. Ich nehme dir jetzt mal noch Smith mit. Sanchez und Smith hast du, so wie in dem einen Pick eben. Das ist zu crazy. Okay. Schade, Marmelade. Dann will ich jetzt hier auch nicht länger die Zeit verschwenden. Nächster Pick, du bist gut in der Zeit. Wie viele Nines habe ich? Vier. Aha. Oh, das hört sich gerade richtig nach Europa an. Ja. Boah, das hört sich richtig nach vier Sterne an. Ja, das ist korrekt.
Oh mein Gott, was? Das hört sich richtig nach linkes Mittelfeld an. Nein, das ist falsch. Fünftes okay, Nein. Jetzt wollte ich aber auch, jetzt wollte ich auch zu viel. Habe ich High Attacking Work Rate? Hast du? Ja, hast du. Okay. Top 9 Nation? Das ist korrekt. Rechtsfuß auch? Ja. Okay, jetzt darf ich aber auch nicht. Habe ich einen Außenspieler? Das ist falsch. Sechs okay, das heißt, ich. Boah, jetzt wird's wild. Ich habe einen. Habe ich einen. 4-4. Habe ich einen Angreifer? Das ist das siebte Nein. Überleg dir gut, wie viel du da noch reininvestieren willst. Das ist wild. Dann habe ich einen Mittelfeldspieler. Ja. Okay, Mittelfeldspieler, Europa. Jetzt kann ich versuchen, ein bisschen zu gucken. Vier Sterne, vier Sterne. Vieira sehe ich natürlich jetzt noch. Lothar sehe ich noch. Aber ich habe. Nee, ich habe High Attacking Rocket, habe ich gesagt, ne? Bist übrigens Halbzeit ungefähr. Unter der Halbzeit. Aber hast ja noch eigentlich nur noch einen Pick. Also überleg mal jetzt lieber, dass du nicht so viele Nines mehr kassierst. Sag ich dir als gut gemeinten Rat. Und wie gesagt, ich muss immer noch wissen, wer dein Geheimfavorit ist für die EM. Ganz wichtig. Ich glaube, die Zuschauer interessiert es auch. Echt wild. Habe ich Hi-Hi? Nee, tatsächlich nicht. Dann habe ich Hi-Medium. Das ist korrekt. Ah, und übrigens 8 ist Nein, ne? Also. Ja, jetzt liege ich nicht mehr so ganz gut drin. Boah, dann habe ich wahrscheinlich irgendwie. Könnte es sein, dass ich einen Bergkampf. Nee, was hatte ich? High Medium, habe ich gesagt, ne? Ja. High Medium. Boah, da muss ich jetzt einmal kurz gucken. Nee, ich habe ja 4 Sterne. Ich komme voll durcheinander. Ich muss aber auch sagen, das ist eine eklige Karte zum Erraten. Ja, High Medium? Es ist super eklig zum Erraten. Ich komme aber vielleicht gleich sogar drauf. Boah, es ist clever. Ja, besser wär's. Deine Zeit verrinnt nämlich hier. Wir sind jetzt bei einem Drittel. Okay, habe ich einen Engländer gezogen? Ja. Gut, dann habe ich gerade auf der Liste Shearer oder Sko. Da muss es. Habe ich Alan Shearer gezogen? Ja, das ist korrekt. Und der Pick war wirklich bodenlos. Lautrup, Shearer, Lineker. Das ist zu krass. Oh mein Gott. So, letzter Pick. Freunde, drückt Stefan jetzt nochmal die Daumen oder lasst einen Daumen auf dem Video da und schreibt Feedback in die Kommentare. Ja, wir gehen rein. Ich habe noch 4 Nines und ich habe... Nein, du hast noch 2 Nines, mein Bester. Du hast noch 2. 2? Ja. Ah ne, 12, gell, haben wir gesagt. Dann hast du noch 4, ja. Ja. Und wie viele Minuten habe ich noch? 2 Minuten 40. Okay, das heißt, ich liege eigentlich ganz gut noch in der Zeit. Habe ich diesmal einen Angreifer gezogen? 9. Nein. Dann habe ich einen Mittelfeldspieler gezogen. Das ist korrekt. Spielt der zentral oder nicht? Spielt der zentral? Ja. Aha. Ja, das ist ja das gleiche wie eben. So, gut, wir können's. Boah, diesmal muss es doch jetzt eigentlich mal richtig geil reinkrachen. Hat mein Spieler noch eine weitere Alternativposition? Mindestens eine? Das ist dein 10. Nein. Was? Der kann nirgendwo anders spielen? Ja. Hä? Bin ich auch gerade überrascht, muss ich zugeben. Ach du Kacke, ich glaube dann, das ist aber dann Super Nein. Das ist ein Super Nein, ja. Ist mein Spieler gerade Trainer, also aktiv? Das ist korrekt. Und hat er auch schon mal gesagt, er wollte eigentlich aufhören, aber will weitermachen jetzt doch? Das ist korrekt, ja. Wie geil, habe ich Xavi Hernandez gezogen. So sieht's aus. Und das ist tatsächlich eigentlich der stärkste Pick bisher gewesen. Erstmal GG's, 1,5 Minuten hattest du noch übrig und 2 Nines. Gerard, Future Stars Icon, Cantona nochmal, also den sieht man wohl öfter. Und Xavi. Und den werde ich dir natürlich auch aus dann dementsprechend. Den habe ich noch nicht gezogen. Aber Bruder, was war das davor, bitte?
Also Freunde, da muss ich jetzt an der Stelle sagen, wir haben gerade 10 Icon Picks geöffnet und der beste Spieler war nicht mal 500k wert. Also diese Picks sind auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Da braucht ihr so viel Glück. Aber ich bin zufrieden mit dem Cafu. Den werde ich auf jeden Fall spielen können. Selbst ein Xavi ist halt auch irgendwo ein bisschen outdated, ne? Ja, aber ich bin Xavi echt geil fand damals. Aber ja, ist halt echt eine Weile her, dass ich den gezockt habe. Aber ich bin gut gewappnet für das nächste Full Icon SBB oder was auch immer da kommen mag. Ja, Freunde, schreibt mal gerne in die Kommentare, nachdem ihr dieses Video geschaut habt. Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Wer bin ich? Ist ja eigentlich so ein sehr entspanntes Format, was man nebenbei schauen kann. Das ist jetzt so ein bisschen auf dem heißen Stuhl, bisschen mehr Action. Man steht auch mehr unter Strom, bisschen mehr Würze drin. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich glaube, das Entspannte ist wahrscheinlich cooler. Ich hätte nämlich halt auch echt gern gewusst, wer dein Geheimfavorit ist, aber ich habe es halt irgendwie nie Deutschland. Gesagt bekommen. Deutschland. Okay. Deutschland. Ja, Geheimfavorit? Klar. Nach den Spielen jetzt sind die doch kein Geheimfavorit mehr eigentlich, oder? Ja, aber dann soll ich jetzt Österreich oder Bulgarien sagen. Ja, sowas hätte mich schon interessiert, wenn du da jemanden hast. Aber Freunde, ich würde sagen, wir lassen es gut sein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und das Schlusswort hat vielleicht am besten der den Kanal hat. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Checkt Julian ab. Macht's gut und ciao, ciao.